Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen Autoteile Blech in der Industriestraße in Eisenstadt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Motor TV. An 3 Tagen laden 11 Eisenstädter Autohäuser wieder zum Autofrühling ein und präsentieren die interessantesten und neuesten Modelle. Wir sind gleich beim Autohaus Weintritt in der Handelsstraße. Davor zeigen wir Ihnen aber noch die Highlights von den Eisenstädter Autohäusern in der Eisbachstraße. Bei Toyota Buchreiter steht das Thema Hybrid im Vordergrund und zwar in Form des kleinen Stadtflitzers Yaris Hybrid. 3,5 Liter Verbrauch verspricht Toyota. Als Benziner kommt ein 75 PS starker Vierzylindermotor zum Einsatz, dem ein Elektromotor unter die Arme greift. Bis zu 1 Kilometer kann der Kleine rein elektrisch fahren. Optisch wirkt der Yaris Hybrid sogar dynamischer als das Standardmodell. Die Modifikationen sorgen auch für eine bessere Aerodynamik. Der Einstiegspreis liegt bei rund 17.500 Euro und damit um nur 2.000 Euro höher als für den Einstiegsbenziner. Mazda und Suzuki sind die Automarken, die im Autohaus Yaris angeboten werden. Seit 1. März sind wir auch Haupthändler für Suzuki für die Bezirke Mattersburg und Eisenstadt und haben auch den neuen SX4, den S-Cross, zum Probefahren bei uns bereit. Und dieser SX4 ist ein Crossover-Fahrzeug mit einer bemerkenswerten, mutigen und sportlichen Optik. Er bietet reichlich Platz für Insassen und Gepäck, ein Panoramaschiebedach und eine Allradantriebstechnik der nächsten Generation. Wer eine klassische Limousine sucht, wird beim Mazda 3 fündig. Er bietet einen frisch gestylten Innenraum, Smartphone-Online-Anbindung und ist vollgepackt mit Sicherheitsausstattungen. 4 Motorvarianten mit einer Leistung von 100 bis 165 PS erfüllen anspruchsvolle Effizienzansprüche. Start-Stopp-Automatik ist bei allen Modellen integriert. Die Ausstattungsvielfalt des neuen Mazda 3 fächert sich in 5 Pakete auf, die allen Luxus bieten. Wer sich lieber auf 2 Rädern fortbewegen will, dem sind die neuen Modelle von Yamaha ans Herz gelegt. Bei uns darf ich Ihnen anbieten die neuesten Yamaha-Modelle, die MT-07, die MT-09. Bei Interesse, sofern es besteht, kann man natürlich jederzeit eine Probefahrt durchführen. Bei Ford Weintritt gibt es einen neuen Platzriesen zu sehen. Wer viel Platz benötigt, der sollte sich den Ford Tourneo Connect einmal genauer ansehen. Ein wahrliches Raumwunder von Ford. Durch die großen Schiebetüren steigen die Passagiere bequem ein und auf den Sitzen haben sie spürbar mehr Platz. Der Knieraum ist in beiden Reihen üppig und die Kopffreiheit so groß, wie man sie aus dem Flugzeug kennt. Wer es etwas kleiner will, dem sei der Focus ans Herz gelegt. Er ist mit einer Reihe hochmoderner Systeme und Funktionen ausgestattet, die alle darauf ausgerichtet sind, jede Fahrt sicherer und komfortabler, effizienter und sparsamer sowie einfacher und vergnüglicher zu machen. Und hübsch anzusehen ist er auch noch. Alle Autos, alle Infos, ein Heft. Alles Auto. Jeden Monat neu. Jetzt neu. Leihwagen Eisenstadt. Für jede Gelegenheit der passende Wagen. Anfragen und Infos auf www.leihwageneisenstadt.at oder telefonisch unter 0650 777 0650. Wir sind hier bei der Übernahmestelle der Firma Leihwagen Eisenstadt auf der Eni-Tankstelle in der Mattersburger Straße. Gleich im Anschluss besuchen wir alle Autohäuser in der Mattersburger Straße beim Eisenstädter Autofrühling. Schon seit 40 Jahren ist das Autohaus Opel Horvath im Burgenland vertreten. Mittlerweile bereits an 3 Standorten, in Andau im Seewinkel, in Stob Süd im mittleren Burgenland und natürlich auch in der Landeshauptstadt in Eisenstadt. Hier zeigt sich der Opel Insignia Country Tourer. Empfiehlt sich sein Bruder als eleganter Familien- und Geschäftskombi, so setzt der Country Tourer auf Abenteuerlust. Ein angedeuteter Unterfahrschutz vorne und hinten, markante Front-, Seiten- und Rathausverkleidungen sowie 2 Auspuffendrohre charakterisieren den Freizeitsportler. Der Opel Adam verbindet Fahrgenuss mit dem Spaß eines abenteuerlustigen Mini-Crossovers. Er ist das neueste Familienmitglied von Opel und steht für die pure Lust in der City wie auch jenseits der Stadtgrenzen. Mit seinen markanten Karosserieverkleidungen rundum und der höher gelegten Karosserie ist er der erste 3-türige urbane Mini-Crossover unter 4 Metern Länge. Wer dem Trend zum SUV folgen will, dem stellt Opel den Mokka zur Auswahl.
Er sieht nicht so schlicht aus wie ein Kombi, nicht so klobig wie ein Van und nicht so langweilig wie ein Kompakter. Wer sich für eines der Opel-Modelle interessiert, sollte nach den Top-Angeboten mit Kurzzulassung fragen. Das bekannte Autohaus Wiesenthal und Ott hat seit einiger Zeit auch die Marke Citroën im Programm. Der erfolgreiche Kompakt-Van nennt sich C4 Picasso. Dieser sieht nicht nur äußerst modern aus, sondern trumpft auch mit einigen technischen Highlights auf. Optisch stechen vor allem die Front mit dem weit oben angeordneten LED-Tankfahrlicht und der markante Schwung in der Fensterlinie ins Auge. Für Liebhaber deutscher Qualität steht natürlich die Marke Mercedes. Mit der komplett neu entwickelten C-Klasse setzt Mercedes-Benz neue Maßstäbe. Dank intelligentem Leichtbaukonzept mit bis zu 100 Kilogramm weniger Gewicht, exzellenter Aerodynamik und neuen sparsamen Motoren markiert die C-Klasse Effizienzbestwerte in ihrer Klasse. Mit der neuen C-Klasse, wie man hier sehen kann, sportlich, jung, dynamisch, sprechen wir jetzt auch das jüngere Publikum an. Mit allen Sicherheitsfeatures wie ESP, Antriebshilfen, alles serienmäßig an Bord. Ebenfalls die jüngere Zielgruppe soll der SUV GLA ansprechen. Die Kombination aus kraftvoll markantem Design, exklusiver Ausstattung und überlegenen Motor- und Fahrleistungswerten ist einzigartig. Der stärkste in Serie produzierte Vierzylindermotor der Welt bringt 360 PS auf die Straße. Übrigens, alle Mercedes- und Citroën-Modelle gibt's natürlich auch bei Wiesenthal in Oberpollendorf. Denzel in Eisenstadt deckt mittlerweile die Marken Mitsubishi, Hyundai und Volvo ab und verfügt auch über ein gewaltiges Angebot an Gebrauchtwagen aller Marken. Unser Kundencenter Denzel Eisenstadt besteht seit 1993 und wir haben inzwischen 23 Mitarbeiter, die alle sehr bemüht sind, die Kundenwünsche zu erfüllen. Und die Kunden der Marke Hyundai werden immer mehr, auch wegen dem i10 in seiner aktuellen Form. Er ist zwar ein wenig größer geworden, zählt aber noch immer zu den kleinen Stadtflitzern. Der neue i10 bietet zahlreiche Ausstattungsfeatures, die gewöhnlich erst in höheren Segmenten zu finden sind und darüber hinaus auch noch ein großzügiges, aktives Sicherheitspaket. Zu den sogenannten SUVs zählt der Mitsubishi ASX. Er ist sowas wie der kleine Bruder des Outlander, besitzt dank langem Radstand auch sehr viel Platz im Innenraum. Die serienmäßige Sicherheitsausstattung ist komplett und auch bei den Komfortfeatures lässt sich Mitsubishi selbst bei der Basisversion nicht lumpen. Als erfolgreichstes Modell des schwedischen Automobilherstellers beeindruckt der Volvo XC60 mit seinem Design, sportlichen Fahrleistungen, hohem Komfort und einem außergewöhnlichen Sicherheitsniveau. Insgesamt bietet Volvo drei leistungsstarke Benzinmotoren und vier ebenso kraftvolle wie sparsame Dieseltriebwerke mit einem Leistungsspektrum von 136 PS bis 306 PS für den Volvo XC60 an. Darüber hinaus das komplette Programm der modernen Volvo-Sicherheits- und Assistenzsysteme, das zum Modelljahr 2014 um weitere Innovationen ergänzt wurde. Der Eisenstädter Autofrühling ist mittlerweile ein Fixpunkt im Kalender geworden. Der Eisenstädter Autofrühling hat heuer zum 15. Mai stattgefunden. Eisenstadt Top Autohäuser mit über 30 Marken haben sie heuer präsentiert. Die auch nächstes Jahr weitergeführt werden soll. Damit geht die heutige Ausgabe von Motor TV zu Ende. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wie gewohnt hier auf SchauTV immer von Freitagabend bis Montagabend regelmäßig. Danke fürs Zusehen, auf Wiedersehen. Diese Sendung widmete Ihnen Autoteile Bleich in der Industriestraße in Eisenstadt.